Ich grüße euch, sehr geehrte Zuschauer und liebe Mitglieder der Yogaschule Minz. Das Jahr 2020 geht langsam zu Ende und heute möchte ich euch einen kleinen Rückblick geben auf das, was mit und um die Yogaschule herum 2020 passiert ist. Wir hatten ja alle ein nicht so einfaches Jahr. Viele mussten sich bestimmte neuen Herausforderungen stellen, die man so noch nie gekannt hat. Und nichtsdestotrotz, denke ich, haben die meisten von euch diese Herausforderungen gut meistern können, vielleicht sogar neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen darum gesammelt, um jetzt positiv in das Jahr 2021 zu gehen. Wir haben das Jahr 2020 mit einer Vipassana begonnen, wie das auch die letzten Jahre so gewesen ist, so fast aus der Tradition heraus. Es waren sehr interessante, sehr erkenntnisreiche Tage für die Teilnehmer, die da dabei waren. Und ich habe mich natürlich entschlossen, auch im März und im April noch zwei Vipassanas durchzuführen. Und leider ist es ja dann so passiert, dass wir Mitte März, also ab dem 16. die Yogaschule vorübergehend schließen mussten. So habe ich auch diese beiden Vipassanas wieder abgesagt, die Leute vertrösten müssen auf eine gewisse Zeit, wenn es dann wieder besser wird. Und musste natürlich den regulären Yoga-Unterricht auf das Online umstellen. Natürlich haben nicht alle von euch die Möglichkeit, daheim Yoga zu praktizieren, aus welchen Gründen auch immer. So ist nur ein kleiner Teil bei uns mit dabei geblieben, was auch sehr wichtig für die Yogaschule, für das Bestehen der Yogaschule gewesen ist, weil wir sind ja auch auf die Mitgliederbeiträge angewiesen. Leider waren es im Herbst, im Frühjahr nicht so viel, so dass die Yogaschule unter anderem einige Monate auf staatliche Hilfe angewiesen war. Und im Juni war dann dieser erste Lockdown, diese Maßnahmen nach und nach zu Ende, so dass wir ab Juni wieder den regulären Unterricht nach und nach aufgebaut haben. Und wie das auch immer ist, das war ein Neustart für die Yogaschule. Man musste quasi von vorne beginnen. Es gab viele unterschiedliche Probleme, die dann zu lösen waren. Einerseits waren es Probleme, in welchem Studio, mit wie vielen Leuten und wie man das Ganze dann organisiert, den regulären Unterricht. Es gab an einem dritten Standort bei uns in Mainkofen auch so ein bisschen ein Hin und Her, bis es mit den Räumlichkeiten geklappt hat. In Plattling sind wir dann umgezogen vom Isarpark ins Stadtzentrum, wo wir auch einen schönen kleinen Raum haben und auch eine gute Gelegenheit haben, jetzt Yoga zu praktizieren. Ich bin aber auch sehr dankbar an die Teilnehmer, die überregional uns einschalten und Mitglieder mittlerweile bei uns sind. Und so haben viele von euch jetzt seit März beginnend bis Dezember unser Online-Programm genutzt, also nur online bei uns dabei gewesen. Einige von euch habe ich persönlich leider noch nicht kennenlernen dürfen, aber ich hoffe, das wird in den nächsten Jahren passieren, dass auch wenn ihr von weiter weg kommt, dass wir uns bei irgendeiner oder anderen, bei der einen oder anderen Veranstaltung irgendwann mal auch persönlich kennenlernen möchten. Da bin ich sehr, sehr gespannt und ich würde mich sehr freuen, euch alle zu sehen. Wir haben durch das Jahr auch einige Yoga-Marathons veranstaltet. Ein Yoga-Marathon ist eine Veranstaltung, wo man einige Tage hintereinander so ziemlich viel über den Tag praktiziert. Also wir haben so einen Frühaufsteher-Marathon gehabt zum Beispiel, wo wir jeden Tag ziemlich früh Yoga gemacht haben, aber auch an den Abenden sozusagen. Und jetzt vor kurzem das Fit in den Winter-Yoga-Marathon, wo auch einige Teilnehmer auch außerhalb Deutschlands eingeschaltet haben und uns bei uns mit dabei sind. Das freut mich auch immer riesig, wenn wir auch international wirken können. Bin ich auch sehr dankbar für die Teilnehmer, weil das natürlich auch die Yogaschule durch diese zusätzlichen Einnahmen unterstützt. Was aber auch ein besonderes Ereignis für die Yogaschule war in diesem schwierigen Jahr 2020, dass ich zum ersten Mal eine Gruppe Yogalehrer ausgebildet habe. Wir starteten ja 2019, wo man vom Coronavirus noch fast gar nichts gehört hat. Im Herbst nach und nach hat sich ja die Lage verschlimmert, aber nichtsdestotrotz auch durch einige Online-Tage, was die Ausbildung betrifft, hatten wir im Juli, beziehungsweise hatten die
Schüler im Juli die Prüfung geschrieben. Und ja, von den anfänglichen 8 sind dann 6 durch die Prüfung auch gekommen. Und 3 von den Teilnehmern der Yogalehrerausbildung habe ich mittlerweile in meine Yogaschule integriert. Die unterrichten auch bei uns, helfen uns auch sehr, sehr gut in den verschiedensten Projekten. Was auch besonders gut war, waren dann die Monate September und Oktober, wo wir dann gemeinsam mit dem Team es wieder geschafft haben, eine sehr, sehr große Community aufzubauen, wo sehr viele Mitglieder die Yoga-Schulen, also die Studios an allen 3 Standorten besucht haben, so dass es wieder steil bergauf ging. Und dann, ja, wie der Zufall es so möchte oder das Schicksal, mussten wir ab 1. November wieder schließen und wieder gänzlich auf den Online-Unterricht wechseln. Natürlich sind da wieder, sage ich mal, über die Hälfte der Mitglieder weggefallen, weil sie die Möglichkeit zu Hause nicht nutzen können. Wir sind aber umso mehr dankbar den Leuten, die dabei geblieben sind, die weiterhin ihre Mitgliederbeiträge zahlen. Und natürlich sind wir auch den Spenden dankbar, die wir über das Jahr so immer wieder bekommen haben. Dankbar an die Leute, die uns auch mit diesen Spenden unterstützen. Für das Jahr 2021 wünsche ich euch allen vor allem sehr viel Gesundheit, viel Zuversicht, viel Stärke und viel Kraft. In erster Linie wünsche ich uns allen natürlich, dass wir uns wieder persönlich begegnen dürfen, dass wir gemeinsam ein Yoga-Studio füllen können. Das vermisse ich auch sehr, sehr, weil die meisten von euch gehen 1 bis 2 Mal ins Studio. Ich bin aber fast täglich im Studio, ab und zu sogar 2, ganz, ganz selten mal 3 Einheiten, so dass das bei mir quasi so mein Lebenswerk ist und mein Leben ist. Deshalb hoffe ich darauf umso mehr, dass das Ganze möglichst bald aufhört und wir einen ganz normalen Betrieb der Yogaschule wieder haben. Für das Jahr 2021 wünsche ich euch allen, dass es sie auch besondere Erkenntnisse sammeln, besondere Erfahrungen sammeln, weiter wachsen, spirituell, beruflich, in ihrer Partnerschaft, in allen Sphären des Lebens. Bleibt erfolgreich, bleibt glücklich und gesund und wir sehen uns wieder. Dankeschön.